Komm, was los? Ist alles in Ordnung? Ich glaube, der hat fast keinen Puls mehr. Ich ruf die Rettung an. Einschließen. Der Notarzt sagt, es sieht aus wie ein Infarkt. Das ist ungewöhnlich für so eine junge Frau. Astrid, richten Sie noch eine Ampulle Atropin her. 1 Milligramm unverdünnt. Ampulle bereit. Danke. Kein EKG. Tasten Sie den Karotispuls. Die Elektroden sind in Ordnung. Sie ist pulslos. Sie hat ein Kammerflimmern. Künstliche Beatmung und Defi vorbereiten. Birgit, nehmen Sie den Ambo und beatmen Sie die Patientin. Den Defi zu mir bitte. Die Pads rasch. Bitte. Den Defi einschalten und 300 vorwählen. Auf 300 vorbereiten. Danke. Achtung, zurück. Das Kammerflimmern ist immer noch da. Zweiter Versuch. Zurück. Defi zeigt keine Wirkung. Herzmassage starten. Sie hat immer noch keinen Puls. Eine Ampulle Suprarenin. Hat sie schon. Dann nochmal. Herzmassage erfolglos. Zweite Defi starten. Die Pads bitte mit 360 geladen. Sie ist geladen. Zurück. Wir haben noch immer Kammerflimmern. Noch einmal. Alle zurück. Reanimation erfolglos. Pupille checken. Die Pupille ist weit und lichtstarr. Der Kornealreflex ist verloschen. Exitus. In 3 Zügen bist du matt. Wen haben wir denn da? Ein junges Mädel, vor 2 Stunden am Michaelerplatz zusammenbrauchen. Wo kommt's denn hin? Da, Nummer 7. Herzkreislaufversagen. Hab ich doch gesagt. Ich hoffe, das war das alles für heute. Ja. Halt. Entwaschen. Gehen wir. Ich bin immer froh, wenn ich wieder da herauskomme. Thank you.
ist denn Carlos? Was macht es denn da? Max! Max! Was ist denn jetzt wieder? Max, der funktioniert nicht richtig. Der... Das ist unmöglich. Ich hab ihn selber angesteckt. Ich verstehe das nicht. Und ich verstehe nicht, warum du mitten in der Nacht Rasen mähen musst. Wir haben ausgemacht, dass ich mich um deinen Garten kümmere. Und was heißt mitten in der Nacht? Das ist nach 7. Ich habe die senile Bettflucht. Und ich hätte noch eine Stunde schlafen können. Gehst einmal früher ins Büro, bist vor den Kollegen da und machst ihnen ein schlechtes Gewissen. Ja, geh du bist schon länger auf. Na bitte. Das Telefon hätte dich sowieso aufgeweckt. Klingst einmal weniger verschlafen. Oh, das ist ein Service. Ja, Moser? Ah, du bist Fred, was gibt's? Nein, ich bin schon länger auf, was gibt's? Und wo? Vierter Trakt rechts. Gut, bin unterwegs. Ist was geschehen? Im Westspital ist jemand ermordet worden. Aber ins Westspital kannst du den Hund nicht mitnehmen. Lass den Rexi bei mir. Ja, ist gut, wir treffen uns dann im Büro. Morgen, Richard. Ich kann dir schon das Wichtigste sagen. Herbersberg, was gibt's? Der Tote heißt Hubert Dvorak und war von der Nachtschicht. Die Tagschicht hat ihn gefunden. Hat sein Kollege von der Tagschicht noch irgendwas bemerkt? Nein, er hat nur den Toten gefunden und sofort die Polizei verständigt. Er heißt Herbert Maluschka. Er wartet übrigens gegenüber. Wenn Sie bitte hier fotografieren, da sehen Sie vielleicht mehr. Danke. Na, der schaut aus. Böck, notier. Abwehrverletzungen, dann Blutergüsse, dann Würgemale am Hals. Ja, höchstwahrscheinlich ist der Mann erwürgt worden. Aber wenn du mich bitte jetzt meine Arbeit machen willst, dann kann ich dir in Kürze mehr sagen. Guten Morgen, Herr Professor. Sind wir wieder gut aufgelegt heute? Ist kein Wunder. Die ganze Zeit arbeite ich in einer Art Spital. Dann komme ich einmal raus und bin schon wieder in einem Spital. Zuerst lockert man die Erde auf. Dann nimmt man die Blumenzwiebel, gibt sie in die Erde hinein, drückt sie fest, aber nicht zu sehr. Und dann... Wo ist denn jetzt die Schaufel? Nicht trinken, Rex. Du kommst schon dran. Übrigens, da fehlt noch eine. Da muss noch eine. Naja, ich habe mir das hier abgewöhnt. Ist eh besser. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer den Hupsi, ich meine, den Herrn Dvorak hätte umbringen sollen. Herr Maluschka, wissen Sie etwas über seinen Bekanntenkreis? Er war alleinstehend. Und außer seiner Arbeit hier im Spital hat er keine besonderen Interessen gehabt. Soweit ich weiß. Schach hat er gern gespielt. Wer könnte Interesse haben, so jemanden umzubringen? Niemand. Da können Sie da hereinfragen, wenn Sie wollen. Der Herr Dvorak war der beste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ordentlich, sauber, pünktlich, genau. Ich danke Ihnen. Naja, also vorläufig bleibt er ja noch in der Firma. Ah, Richard! Das ist der Herr Maluschka, er hat den Toten gefunden. Rosa, ich bin völlig fertig. Der Herr Dvorak war immer sehr nett und freundlich zu mir. Herr Maluschka, ist Ihnen außer den Kampfspuren hier im Raum noch irgendwas aufgefallen, das verändert worden ist? Schauen Sie das an. So kann man das nicht sagen. Schauen Sie genau nach. Lassen Sie sich Zeit. Vielleicht fällt Ihnen doch noch irgendeine Veränderung auf. Und lassen Sie sich Handschuhe geben, bitte. Da fällt sicher nichts. Also ist auf seinem Platz. Na ja, zu dem Chaos fällt noch wirklich nichts ein. Tut mir leid. Gut. Vielen Dank. Wir melden uns wieder bei Ihnen. Wiederschauen. Hallo. Entschuldigung. Ja, bitte. In dem Schlüsselkasten von der Schlüssel. Was? In dem Schlüsselkasten fehlt ein Schlüssel. Sind Sie ganz sicher? Ja, ganz sicher.
Bitte, beim Herrn Dvorak war immer alles picobello. Und welcher Schlüssel war das? Leichenkammer. Also alle, die im Spital sterben, werden erst einmal hierher gebracht, in die Leichenkammer, und werden dann obduziert. Hat sie heute Nacht jemand da reingekriegt oder ist jemand abgeholt worden? Das kann ich Ihnen gleich sagen. Das war eine Person, und zwar Karin Sandner, gestorben an Herz-Kreislauf-Versagen. Im mittleren Fach. An einem Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Ja. Mehr weiß ich leider auch nicht. Heute Nacht war sie wie im Irrenhaus hier. Sie hätte ja noch obduziert werden sollen, um die genaue Todesursache festzustellen. Und wer hat sie gebracht? Ein Ambulanzwagen. Können Sie mir noch sagen, wo sie aufgenommen wurde und wer die Ambulanz verständigt hat? Das kann ich machen, ja. Kein Problem. Ach, ich bräuchte noch die persönlichen Gegenstände des Mädchens. Handtasche, Kleidung etc. Die haben wir nicht mehr. Wieso? Wir haben ihren Ehemann verständigt. Der war da und hat ihre Sachen mitgenommen. Und wie hat er auf den Tod seiner Frau reagiert? Er hat kaum etwas gesagt. Ich habe ihm Beruhigungstabletten gegeben und dann war er plötzlich verschwunden. Wie sollen wir uns jetzt zu der ganzen Sache verhalten? Behalten Sie es noch für sich, wenn es geht. Sagen Sie, was halten Sie von dem Ganzen? Vermutlich wollte da jemand die Todesursache verheimlichen. Und wenn wir die nicht kennen, dann wird's schwierig. Wir müssen so schnell wie möglich die Leiche finden. Christian, hat sie noch gesagt. Ihr Ehemann heißt so. Vielleicht wollte sie ihn nur noch einmal sehen. Oder uns einen Hinweis darauf geben, wer sie ermordet hat. Also in der Wohnung von dem toten Aufseher war schon rein gar nichts, woraus man ein Motiv für einen Mord ableiten könnte. Also ist der Aufseher ermordet worden, damit die Leiche gestohlen werden kann, oder? Ich war in dem Lokal und habe mit dem Kellner geredet. Fehlanzeige ist über allein. Sag mal, wo ist eigentlich der Rex? Max bei der Gartenarbeit geholfen. Das sieht man doch. Kann man wohl sagen. Zuerst hat er bei Unedeck alles offen verschleppt und dann hat er mir zu verstehen gegeben, dass er unbedingt hierher will, zu euch. Sag mal, was ist denn mit dem Fall im Westspital? Ja, eben nichts. Sag mal, habt ihr schon mal einen Fall gehabt, wo man die Leiche gestohlen hat? Selbstverständlich. Hör zu, es war vor ein paar Jahren. Wir kommen zum Tatort. Alles voll Blut. Keine Leiche. Wir fangen an, die Leiche zu suchen. Auf einmal steht die Leiche in der Tür. Was, tot? Natürlich nicht. Der Nachbar hat den gefunden, Blut überströmt. Er glaubt, der ist tot, aber wurde ohnmächtig. Schnittwunde, großen Blutverlust. Dadurch ist er ohnmächtig geworden. Und wie der Nachbar telefonieren kann, es ist ja wieder aufgestanden. Ist ins Spital gefahren und hat sich verbinden lassen. Das war alles. Das hätte direkt dem Stockinger passieren können. Ja.
was machen Sie hier? Ich schaue mich um. Und Sie? Ich bin die Nachbarin. Wer sind Sie? Ist was passiert? Ich bin von der Polizei. Wie kommen Sie denn darauf, dass was passiert sein soll? Weil die zwei manchmal gestritten haben. Ach so. Naja, die müssen jetzt da ausziehen. Die können sich die Wohnung nicht mehr leisten. Ist ja auch viel zu teuer hier. Schade. Können Sie mir vielleicht auch sagen, wo ich den Herrn Sandner finden kann? Im Moment ist er bei seinem Motorrad. Super Maschine. Herr Sandner, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin von der Polizei. Kann ich was dagegen tun? Ich muss trotzdem mit Ihnen reden. Ich wüsste nicht, was ich mit Ihnen reden sollte. Ihre Frau ist möglicherweise eines unnatürlichen Todes gestorben. Was? Es war kein Herzversagen? Das wissen wir noch nicht genau. Jedenfalls ist Ihre Leiche aus dem Spital gestohlen und der Nachtaufseher ermordet worden. Was ist mit ihr passiert? Das versuchen wir gerade herauszufinden. Wo war Ihre Frau gestern Abend? Sie wollte sich mit ihrer Freundin Barbara treffen. Die arbeiten in einem Lokal zusammen, im Kicks. Am Abend habe ich dann angefangen, mir Sorgen zu machen. Ich habe die Barbara angerufen, aber die hat von nichts gewusst. Sie hat sie also angelogen? Woher wollen Sie das wissen? Herr Sandner, Sie haben noch Geldprobleme, oder? Was man halt so hat, wenn man arbeitslos ist und kein Geld hat. Fahren Sie nicht LKW? Nein, nicht mehr. Die Polizei hat mir den Führerschein weggenommen. Die sind schuld. Manchmal gibt es ja auch einen Grund dafür. Natürlich. Ich habe einen Unfall auf Glatteis gebaut. Die sagen, ich war übermüdet und bin eingeschlafen. Aber das stimmt nicht. Und jetzt? Ende der Woche müssen wir hier ausziehen. Wir können uns die Miete nicht mehr leisten. War Ihre Frau krank? Herz, Kreislauf? Nein. Sonst lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe schon ein paar Mal versucht, sie zu erreichen. Was ist mit dem Geld? Wir wollen den Laden hier dicht machen und so schnell wie möglich verschwinden. Verstehen Sie? Also beeilen Sie sich. Kommst du denn her? Guten Abend. Wir öffnen erst in 30 Minuten. Das kann schon sein. Ich bin wegen Ihrer Freundin hier, der Karin. Ist etwas passiert? Das müssen Sie doch wissen. Sie waren gestern Abend mit dir zusammen. Nein. Das habe ich auch dem Christian schon gesagt. Ich weiß auch nicht, wo sie war. Was ist denn mit der Karin? Ist das Ihr Hund? Sie ist heute Nacht im Westspital gestorben. Die Karin ist tot? Um Gottes Willen, wieso? Angeblich an einem Herz-Kreislauf-Versagen. Aber
Im Laufe der Nacht ist die Leiche aus dem Spital gestohlen worden. Deshalb würde es mir weiterhelfen, wenn Sie mir sagen könnten, wo die Karin gestern war. Ich weiß es wirklich nicht. Hat sie ihren Mann betrogen? Ich weiß nichts davon. Sie wissen aber wenig dafür, dass sie ihre Freundin war. Sie hat nie viel über sich geredet. Hören Sie, ich kann Sie nicht zwingen, was zu sagen. Aber ich kann Ihnen eins versprechen. Wir sehen uns wieder. Rex! Das wird uns weiterbringen. Dankeschön, ihr habt uns sehr geholfen. Bitte. Danke. Gern. Ach, Richard, den beiden Ambulanzfahrern ist gestern Abend mit hoher Geschwindigkeit ein Geländewagen entgegengefahren. Sie haben nicht viel gesehen, aber der Wagen hat Spuren hinterlassen. Lass die Spuren sicherstellen und gib Erfahrung nach dem Wagen raus. Geht in Ordnung. Es geht um einen weißen Pajero. Sie haben doch so einen Geländewagen, oder? Na, dann können Sie mir doch sicher sagen, ob Sie mit diesem Auto in der Nacht von Dritten gefahren sind und wo. Die Kupplung ist abgebrannt. Jesus. In welcher Werkstatt steht er denn? Ja, aber... Was? Wie? Das müssen Sie mir aber bitte buchstabieren. Ja, und wann haben Sie das Auto abgemeldet? Wie heißt der? Ja, das wissen Sie nicht. Ja, wer weiß denn das? Wie heißt der? Rotrot. Das heißt doch, dass das Auto abgemeldet ist, ne? Ja, mit I oder eben mit Y? Sehen Sie. Danke, auf Wiedersehen. Also seit 2 Wochen im Ausland. Ja, guten Tag, Höller. Na gut, ich rufe Sie wieder an. Auf Wiederhören, danke. Ja? Ja, guten Tag, Höller war Kriminalpolizei. Ja. Sie haben doch so einen weißen Pajero als Leihwagen. Ah, Sie haben das Auto verkauft. Können Sie mir sagen, war der vom 4. dieses Monats vermietet? Und wer hat sich den von Ihnen ausgeliehen? Das werden wir überprüfen. Trotzdem, vielen Dank, ich hab's notiert. Wieder nix. 11:6. Totdurchkompression der Halsgefäße, Fraktur des linken oberen Schildknorpelhorns, deutliche Lungenüberblähung. Du, mich interessiert aber mehr, was vor dem Tod des Opfers passiert ist. Ja, Moment, eins nach dem anderen. Der Tote hat Schürfungen im Bereich von Mund und Nase, was bedeuten würde, dass jemand versucht hat, ihn am Schreien zu hindern. Ferner Abwehrverletzungen an beiden Unterarmen. Bürgermale. Bitte? Sind das Bürgermale? Naja, der Täter hat vermutlich Handschuhe getragen. Du hast mir doch einmal gesagt, dass man bei der Verwendung von Handschuhen keine Würgemale sieht. Ja, aber in diesem Fall sieht man sie. Das waren auch keine normalen Handschuhe, sondern spezielle, offenbar beschichtete Handschuhe. Was für welche? Arbeitshandschuhe. Gummihandschuhe. Möglicherweise Gummihandschuhe.
Tut mir leid, wir nehmen keine Tauchschule mehr an. Die Kurse sind alle belegt. Kann ich Ihnen helfen? Ihr habt die Karin umgebracht. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich will wissen, was ihr mit der Karin gemacht habt. Karin? Wer soll das sein? Karin war meine Frau. Sie hat als Serviererin in eurem Stammlokal gearbeitet. Die Freundin von der Barbara. Ach, die. Ja, ja, ich erinnere mich. Ist was passiert? Sie ist tot. Und ihr seid schuld daran. Was, tot? Und wieso sollen wir schuld sein? Das habe ich bei ihren Sachen gefunden. Davon gibt's hunderte. Der Karin haben wir auch einen geschenkt. Ihr habt sie umgebracht. Hör mal her. Wenn wir jeden umbringen wollten, dem wir so einen Schlüsselanhänger schenken, dann hätten wir viel zu tun. Deshalb erledigst du deine Angelegenheiten am besten woanders. Los, verzieh mich. Was ist jetzt, wenn er nochmal wiederkommt? Du bist ja ein richtiger Superprofi! Niemandem was gesagt. Und dies dafür, dass du auch in Zukunft das Maul hältst. Wie ist es damit? Dafür kann eine Hexe 3000 Schilling geben. Geht sich das jetzt aus? Ja. Bitte, hier. Die Kollegen sagen, die Spuren sind dieselben wie die vom Spital. Das heißt, die haben das Loch reingeschnitten. Du, was macht denn der Rex da für komische Übung? Totmannstellung. Hä? Das heißt, er muss an Leiche gelegen sein. Komm, Beck. Hey, weg da! Die Leute weg! Die Spurensicherung benachrichtigen. Habt ihr schon was? Immerhin Reifenspuren. Wir haben das Auto leider immer noch nicht gefunden. Der Sandner ist unser einziger Anhaltspunkt. Ich bin jetzt vor seinem Haus und fange mit der Überwachung an.
Ganz schön groß, der Park, hä? Bevor ihr da jemand vergrabt, versenken lieber. Und Wasser gibt's auch genug hier. Oi, hör dir das an. 20 Hektar Wasserfläche, dazu Teiche, Kanäle, Abflüsse und so weiter. Viel Arbeit, Böck, viel Arbeit. Und wer glaubst du, wird das alles absuchen? Na, wie sieht's aus? Wir haben 10 Taucher im Einsatz. Aber bei dem Schlamm da kann's Tage dauern, bis wir wen finden. Das habe ich mal gedacht. Nein, wir haben keine Zeit mehr. Passen Sie auf. Entweder Sie bringen das Geld heute noch vorbei oder wir suchen uns jemand anderen. Sie sind nicht der Einzige. Also, Sie werden das schon schaffen. Und? Sie sind gerade dabei, das Geld aufzutreiben. Kemal will es sogar persönlich vorbeibringen. Du glaubst, das funktioniert? Wenn die Duftpartikel der Leiche an die Oberfläche steigen, dann müsste Dr. Hund wittern, oder? Da wäre ich nicht so sicher. Tut mir leid. Such, Rex. Such weiter. Spricht? Ja, Höhner, hier. Ja? Du, ich wollte nur sagen, es gibt nach wie vor nichts Besonderes. Der Sandner ist immer noch in seiner Wohnung. Gut. Weiter links. Ein bisschen weiter nach rechts. Gut, geradeaus. Rechts, noch weiter rechts. Bitte langsamer. Na ja, und was ist, wenn er das Geld nicht gleich mitbringt? Was ist denn los? Natürlich wird er es mitbringen. Rechts. Der Kemal kommt mit dem Geld. Sogar höchstpersönlich. War ja auch langsam Zeit. Stelle. Ist alles klar? Los, fang an! Da unten ist nichts. Ich sehe nichts. Das gibt's nicht. Da muss was sein. Versuch's noch mal. Thank you.
Ich hab sie gefunden. Ihr Hund hat recht gehabt. Sie ist professionell da unten festgemacht. Da muss jemand runtergetaucht sein. Taucher. Der Graf hat doch gesagt, er ist mit Gummihandschuhen ermordet worden. Soviel ich im Moment sagen kann, wurde die Frau für einen Drogentransport verwendet. Sie hat alle Anzeichen einer Kokainvergiftung. Sie wird heute ein paar Behälter mit Kokain geschluckt haben. Einer davon ist im Magen geplatzt und das führt dann sehr rasch zum Tod. Und die Leiche haben Sie gestohlen, um an das Kokain zu kommen. Das ist entsetzlich, wie Sie die aufgeschnitten haben. Ja. Ich habe mal einen Fall gehabt, da hat ein Mann mehr als 100 so kleine Behälter aus Gummi geschluckt. Das Kokain hat damals einen Marktwert von mehreren Millionen Schilling gehabt. Ja, ich bin's, Höllerer. Der Sandner geht jetzt gerade in eine Tauchschule rein. Ja, und wo ist das? Das ist Kagran, Bauer, Straße 12. Gut, wir kommen hin. Böck, komm, wir müssen zum Tauchclub. Schwein! Wahnsinnig, die knall ich doch ab, Mensch! Ich möchte doch nur wissen, was ich mit meiner Frau gemacht habe. Was kann ich dir sagen? Sie hat einen Drogentransport gemacht und dabei ist sie gestorben. Polizei, die Waffen weg! Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus! Dabei wollte die Karin doch bloß für die Wohnung nicht verlieren. Schuld, dass meine Karin tot ist. Sie haben keine Chance mehr! Was wird mit Ihnen passieren? Wahrscheinlich gar nichts. Aber endlich raus, Brendel! Ich
zwei von der Tauchschule, die haben halt immer mit Geld rumgeworfen und Leute gesucht, die für sie diese Drogentransporte machen. Und Sie haben sich auch überreden lassen, ne? Nur einmal, aber ich habe das Geld dringend gebraucht. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass das so gefährlich ist. Ja, mit dem Kemal ist uns zwar ein großer Fang gelungen, aber Sie werden um ein Verfahren wegen Drogenschmuggel nicht herumkommen. Ich weiß. Wie viel Geld haben Sie denn für den Transport bekommen? 100.000 Schilling. 100.000 Schilling. Viel Geld. Aber es reicht nicht für ein Menschenleben, oder? Das mit der Schießerei. Schauen wir, wie wir das hinkriegen. Vielleicht so eine Art Notwehr oder sowas. Mhm. Danke. Aber wie haben Sie die Karina nicht gefunden? Da unten hat die Leiche im Wasser gewittert. Max, komm her. See heroes without fear, killing thunder, empty streets, tired to hide in dirty cages. There you see how it's gone.